Heute spreche ich über Fußballprofis, die sich aktuell aufgrund der aktuellen Situation ihre Haare lang wachsen lassen. Wenn man die Bundesliga so verfolgt, dann kommt man irgendwie schon ein bisschen ins Grübeln. Denn die meisten Profis, ja, haben eine perfekt geschnittene Frisur, schöner Fade drin, Konturen perfekt geschnitten, Bärte perfekt getrimmt. Und da fragt man sich doch schon, wie kann das eigentlich aktuell sein? Naja, das Thema will ich gar nicht weiter thematisieren hier, sondern ich möchte über die Leute sprechen, über die Bundesliga-Profis, die sich aktuell die Haare lang wachsen lassen und genau das Gegenteil machen. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht von einigen Fußballprofis, die sich aktuell ihre Haare lang wachsen lassen. Ich kommentiere das Ganze, ihre aktuelle Frisur und vielleicht auch so ein bisschen den Werdegang. Und vielleicht kannst du hier und da auch den einen oder anderen Tipp mit abgreifen. Das erste Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist der Emre Can von Borussia Dortmund. Emre Can hat, was frisurentechnisch angeht, eigentlich schon in der Vergangenheit gut Style bewiesen, muss man sagen, hat auch hin und wieder mal einfach seine Frisur gewechselt, nicht vom Schnitt, sondern einfach vom Style her. Hier, wenn man weiter runter scrollt in seinem Instagram-Feed, da sieht man, hier hat er zum Beispiel einfach einen Seitenscheitel getragen. Wenn man weiter hoch scrollt, hat man zum Beispiel hier ein Foto von ihm mit einem Fade-Cut an den Seiten und etwas längeren Bart. Ganz lustig, wie Cristiano da guckt. Also da hat er schon auf jeden Fall ein bisschen Variationen gehabt. Und wenn man sich jetzt aktuell oder jetzt Bilder anschaut, die jetzt etwas aktueller sind, da sieht man, okay, der Emre lässt anscheinend wohl gerade aktuell seine Haare lang wachsen. Sieht man hier auf dem Bild ganz schön mit Manuel Neuer. Die Seiten werden länger und länger und hier auf dem Bild könnte es möglicherweise sogar sein, dass der Emre Can auch einen Zopf trägt. Und wenn man sich die Bilder von Emre anschaut, ja, der Kollege hat einfach auch eine stabile Haarpracht, sowohl oben auf dem Kopf als auch im Gesicht. Ja, also wenn der Emre sich tatsächlich auch ein Vollbart wachsen lässt und seine Haare komplett rauswachsen lässt, also das wird auf jeden Fall sehr gut aussehen. Also es ist eigentlich so der Muster-Deutsch-Türke, ja, als Beispiel. Denn ich glaube, jeder Deutsch-Türke ist neidisch auf seine Haar- und Bartpracht. Das letzte Bild jetzt von ihm, da sieht es so aus, als ob er seinen Bart wieder ein bisschen gestutzt hat. Aber hinten sieht man dann noch die Haare, die hinterm Ohr durchblitzen. Also sieht dann tatsächlich doch so aus, als dass der Emre seine Haare wirklich komplett lang wachsen lassen wird. Würde ich ihm auch empfehlen, auch den Bart einfach etwas länger stehen zu lassen, denn das steht ihm tatsächlich richtig gut. Wenn wir über Borussia Dortmund sprechen, dann müssen wir natürlich auch im gleichen Atemzug vom Erzrivalen von Schalke 04 sprechen. Ich habe hier auch mal ein Paradebeispiel rausgesucht und zwar den Keeper, der zwischen den Pfosten steht, den Ralf Fährmann. Und Ralf Fährmann ist ein sehr interessantes Beispiel aus dem Grund, weil Ralf Fährmann eine identische Situation hatte wie viele von euch da draußen. Denn der Ralf Fährmann hatte früher einen Undercut. Ich habe jetzt mal ein Bild rausgesucht, hier, wenn man weiter unten rausscrollt, aus seinem Urlaub. Da trägt er tatsächlich einen Undercut, Seiten relativ kurz geschnitten, oben etwas länger. Und man sieht auch hier, das ist wahrscheinlich seine Naturlocke, die er hat. Einfach ein bisschen gewellte, natürliche Locken, wie das ausschaut. Wenn man sich ein anderes Bild anschaut, da sieht man, das ist auch ein bisschen kraus, das Haar. Ganz interessant, auch aus dem Grund, weil wenn man sich nämlich andere Bilder von Ralf Fährmann anschaut, da hat er nämlich wieder glatte Haare. Da weiß man, der Ralf Fährmann, der hilft hier und da sicherlich nach mit einem Glätteisen oder womit auch immer, dass die Haare einfach ein bisschen glatter sind oder glatter aussehen. So habe ich das persönlich damals auch gemacht, weil ich fand meine Naturlocken, krausen Haare irgendwie auch nicht so mega und habe da dementsprechend auch nachgeholfen. Interessant ist aber jetzt, dass der Ralf Fährmann mit seinen naturkrausen, etwas lockigen Haaren seine Haare lang wachsen lässt. Und Ralf Fährmann ist das beste Beispiel, der braucht einfach ein Haaröl und eine Defining Cream, um seine Haare einfach schön in Form zu bekommen. Also Ralf Fährmann, falls du dieses Video sehen solltest, guck mal unten in die Infobox rein, ich habe dir die passenden Produkte verlinkt. Und wenn man sich jetzt seine aktuellen Bilder anschaut, beziehungsweise Bilder, die jetzt etwas neuer sind, da sieht man, okay, die Seiten kriegt er noch nicht so ganz in den Bann rein. Das Deckhaar wahrscheinlich schon, weil es logischerweise auch von Anfang an einfach länger war. Aber das sieht schon relativ stabil aus. Wenn man sich das hier anschaut, da sieht man, okay, auch hier mit seinem Hund, die Seiten passen vielleicht noch nicht ganz rein, aber ich bin mir sicher, dass sofern er das wirklich auswachsen lässt, das sehr gut bei ihm aussieht. Denn er hat auch einen guten Bartwuchs und die Kombination, Leute, ihr wisst, ja,
sieht ja nicht ganz so schlecht aus. Und gerade jetzt auch noch das letzte Bild, da sieht man nochmal, die Haare, die seitlichen Haare passen einfach nicht rein. Und das ist einfach diese Übergangsphase. Da muss man einfach durch, wenn man das Ziel hat von langen Haaren. Und auch der Ralf Fährmann wird da sicherlich durchziehen, der wird nicht abschneiden. Der wird so lange durchhalten, bis er tatsächlich einen vollen Man-Bun binden kann. Egal ob Fußballer oder nicht Fußballer, falls du da draußen gerade deine Haare lang wachsen lässt, dann schau einfach mal bei uns im Shop vorbei. Im Januar gibt es auch noch eine Rabattaktion mit dem Gutscheincode NEWYEAR21. Bekommt ihr 21% Rabatt auf eure Bestellung ab einem Bestellwert ab 50 Euro. Und Leute, das Coole ist, mit jeder Bestellung unterstützt ihr übrigens auch ein Fußballprojekt namens Young Bafana. Young Bafana ist ein Fußballprojekt. Young Bafana unterstützt Kinder aus armen Regionen aus Südafrika mit einem Fußballprojekt und die greifen einfach so ein bisschen unter die Arme und supporten die, dass die einfach ein Stück mehr Hoffnung im Leben bekommen. Und das ist ein richtig cooles Projekt, deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir das Ganze mit unserem Online-Shop unterstützen. Und falls du auch dabei sein möchtest, dann einfach mal eine Bestellung auslösen. Das nächste Beispiel ist ein Österreicher und zwar ein Spieler von der TSG Hoffenheim, der Florian Grillitsch. Florian Grillitsch, wenn man weiter runter scrollt in seinem Instagram-Feed, hat ebenfalls kurze Haare gehabt. Ja, eine Kurzhaarfrisur, ganz klassisch. Und wenn man ein bisschen weiter hoch scrollt, da sieht man, okay, die Haare werden langsam, aber sicher etwas länger. Und auf dem Bild sieht man, der Florian Grillitsch hat zwar noch keine langen Haare hier, aber man sieht, er hat schon einen relativ guten Bart. Und wenn man jetzt sich eines der letzten Bilder anschaut, da sieht man, sieht wirklich richtig gut aus. Also hat einen stabilen Bartwuchs, hat lange schwarze Haare und wenn man jetzt nochmal hier weiter swiped, ja, sieht einfach gut aus bei ihm. Er trägt das Ganze jetzt hier beim Training mit einem Haarreif, was übrigens auch sehr hilfreich sein kann, gerade wenn du zum Beispiel Sport machst, damit die Haare nicht so ins Gesicht fliegen. Also ich finde, der Florian Grillitsch, das sieht bei ihm echt gut aus. Er kann die Haare unter Umständen auch offen tragen, muss sie gar nicht als Man-Bun tragen, weil das sieht echt hier, wie ich finde, echt gut aus. Aber beim Florian Grillitsch weiß man auf jeden Fall, er hat seine Haare komplett wachsen lassen. Denn das letzte Bild hier, ein privates Bild, man sieht, da hat er seine Haare komplett im Man-Bun drin. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr stabil aus beim Herrn Grillitsch. Von der TSG Hoffenheim gehen wir jetzt hoch zur Weser und zwar zu Werder Bremen. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht vom Niklas Füllkrug. Der lässt sich aktuell seine Haare auch lang wachsen und ist auch hier ein sehr interessantes Beispiel. Denn der Niklas Füllkrug, der trägt seine langen Haare nicht mit einem längeren Bart, denn der Niklas Füllkrug rasiert sich immer. Und ja, persönliche Sache, ich finde es persönlich jetzt nicht so cool. Ich finde die Kombination mit langen Haaren und langem Bart besser. Aber wir schauen uns den Niklas Füllkrug einfach mal an. Gehen wir mal weiter runter und schauen uns erstmal seine Kurzhaarfrisur an, die er vorab hatte. Das war schon fast ein Zero Fade an den Seiten. Ja, das war seine Ausgangssituation. Und wenn man jetzt weiter hoch scrollt, da sieht man, okay, er trägt die Haare auch als Half Ponytail. Also er kann seine Haare sicherlich schon als kompletten Man-Bun zusammenbinden, aber das ist natürlich eine Style-Frage. Er findet wahrscheinlich den Half-Ponytail besser. David Beckham hatte den ja damals auch getragen, als er bei Real gespielt hatte. Also in dieser Form sieht man jetzt hier auf diesem Foto auch nochmal. Er kann sich locker schon einen kompletten Man-Bun zusammenbinden, aber das ist jetzt einfach nur eine Style-Frage. Er trägt die Haare halt so. Und hier das Bild nochmal von hinten, da sieht man ganz klar, okay, er ist der Mann für den Half-Ponytail. Und das letzte Bild von ihm, da trägt er den Broflow. Finde ich auch sehr nice. Eigentlich auch eine gute Länge, um sowohl den Broflow zu tragen, als auch ein Half-Ponytail. Sieht man jetzt hier nochmal ganz schön. Also auch nochmal ein ganz anderes Beispiel zum Schluss mit Niklas Füllkrug, der vom Style her einfach nochmal ein bisschen was anderes macht. So Leute, das waren nochmal 4 Beispiele von aktuellen Fußballprofis aus der Bundesliga, die sich aktuell ihre Haare lang wachsen lassen. Und an alle Fußballprofis, die sich aktuell noch ihren Friseur nach Hause bestellen. Ja, Leute, lasst doch auch eure Haare in 2021 einfach wachsen. 2021 ist das Jahr der langen Haare, von daher braucht man sich auch nicht schämen, wenn man irgendwann mal aussieht wie ein Wischmopp zwischendurch. Von daher, Leute, lasst eure Haare wachsen. Und Leute, nicht vergessen, schaut bei uns im Shop vorbei, bestellt euch das ein oder andere Haarstyling-Produkt und denkt dran, ihr tut gleichzeitig damit auch was Gutes.